What's up, everybody? Herzlich willkommen zu einer Runde League of Legends. Ich spiele jetzt mal eine Runde ADC Varus, mein Lieblings-ADC mit Twitch und Wayne. Naja, und ich war mir irgendwie am Anfang der Runde überlegen, am Überlegen, gegen wen ich spielen werde. Und ich ging davon aus, dass ich gegen Wayne spielen werde. Und da ist sie auch schon. Ja, die Gegner haben noch einen Leader-Support. Ich hatte jetzt gerade mal wieder jemand, der gern Support gehen wollte, weswegen ich selber nicht Support gegangen bin. Das ist lustig, war am Anfang haben hier alle drei Rechten geschrieben, top, naja, relativ lustig. Und ja, sie haben sich sogar geeinigt, ohne dass irgendwer geinstallockt hat, außer Kasadin. Weil nachdem drei top geschrieben haben, hat er geschrieben mit und Instalock. Naja, ging ja, wir wollten beide top, Bot. Also passte das ja. So, und dann sind alle glücklich. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob meine Maus jetzt geht oder nicht. Ich hoffe es ja. Ich weiß es nicht genau. Full Staff at 020. That's. Ach, nein. Ja, jetzt gibt's gerade nichts sehr Interessantes zu erzählen, da ich das in der letzten Runde vor 10 Minuten bereits getan habe. Naja, YOLO. Da ist Sion. Unser Wukong fängt natürlich mit den Blue an. Was haben die Gegner, die Sin Lane? Dann haben wir wahrscheinlich hier auch eine Botlane, die im Busch hockt. Ach, meine Maus geht nicht. Scheiß Gesicht. Sometimes you're the bait. Leute, das sieht ja cute aus. Guckt euch diese niedlichen Fische an. Swim at your own risk. Afraid to get your feet wet. Pain is my gift to you. Swim at your own risk. Wo ist denn das jetzt? Afraid to get your feet wet. Swim at your own risk. Gute alte Nami. Ich gewinne! Boah, Mann, nach dem Blitz-Fail kommt jetzt ein ADC-Last-Hit-Fail. Ah, naja, Jugend. Ihr müsst euch das Video nicht anschauen. Machen ja eh nicht allzu viele. Warum auch immer die letzten Videos 20 Views hatten. Ich hätte gern wieder 20 Views. Ich habe nichts dagegen, dass jemand meine Videos anguckt. Ich meine nur, es wundert mich ein bisschen. Oh naja, egal. Stop doing that. So, like a Pro-Gamer die ganze Zeit hinher moven. Nein, das wollte ich nicht. Wusste ich natürlich. Lol, warum ist das Minion gerade gestorben? Da kam nichts angeflogen, das fällt einfach um. Alter Nami, drück doch mal S. Mädel. Meiner Greedy Nami kann ich aber hier gerade ganz gechillt lasten, während die Wayne nicht ganz so gechillt lasten kann, wie man sieht. Die wird die ganze Zeit rumgepokt. Oh, Lila OP. Boah, das erinnert mich gerade an mein allererstes Game. Lila First Blood. Das war noch Zeit. Ups, da habe ich wohl einen. Ich habe jetzt vor kurzem Tour One Bot gespielt mit Nidalee, weil mein ADC AFK war, das dreifache Game. War auch ganz nice mal. Gegen Blitzcrank und Wayne? Nee, gegen Blitzcrank und Caitlyn war es, glaube ich. Aber trotzdem, es war ganz interessant. Die standen immer in meinem Tower, haben meine Falle ins Gesicht gedrückt, ohne mich angreifen zu können. Ja. Wayne ist gut im Last Hit im Gegensatz zu mir, wenn man sich so anguckt, wie sie ihn Farm aufgeholt hat. Ich habe schon wieder Last Hit verkackt. Und der nächste, Alter, ich bin so abartig schlecht im Last Hit. Das ist einfach nur peinlich. Ich check auch die ganzen Last Hit Mechaniken nicht wirklich. Irgendwie, man macht so einen Last Hit, einen Auto-Tag drauf, aber irgendwie reicht's da nicht. Aber die Wayne steht auch einfach nur rum, wo ich das auch so. Muss sich ja nicht jeder wie im LCS die ganze Zeit bewegen. Ich habe gerade irgendwie überhaupt keine Lust zu poken. Und Wayne hat mich schon wieder im Farm überholt. Nami, sei mal wieder greedy.
Zeit und jetzt holt sich die Bane weg. Ich weiß gar nicht, ob Tim sich immer einfach hinstellt und chillt, dass er dann Last Set will, oder ob er Zelt rumrennt. Ich gerade keine Ahnung. Ich glaube, ich muss mal wieder mit Tim spielen. Mit dem guten Akantor. Kassa. Warum stirbst du denn einfach? Nami, stop last hit. Warum fokussiert der Turm eigentlich immer die schwachen Minions? Kann ich ja gar keine Last Hits kriegen. Nur Angsthasen fliehen ihrer Bestimmung, sagt Varus ja, glaube ich. Only Cowards flee their fate. Oh, fuck, das war schlecht. Oh, Maus Disconnect. Klar, fick dich, Maus. Noch ein Last Hit, fucker. Ich liebe diese Maus. Warum macht die Wayne eigentlich so viel Schaden? Ach, da kommt gerade ein Gank. Toll, dass da mal wer pingt. Ich liebe das, wenn die Leute pingen. Oh Mann, das Justus. Ja klar, klauen wir noch meine Last Hits. Ich bin nur behind. Du Arschloch. Fick dich einfach nur, Bastard. Ich hab besser Jungle. Nein, kann ich nicht. Ich pinge wenigstens, wenn ich komme. Und jetzt haben wir die Minions auch noch zum Tower gepusht. Ich kann noch weniger fahren. Aber immerhin wird die Nida jetzt scheinbar auch ein paar Creeps haben. Ausschau. Und der Tower klaut der Wayne ein paar Last Hits und die Nida gleich mit. Das ist gut, wenn die Botlane gegeneinander spielt, anstatt miteinander. Ich meine, unser Jungle hat uns jetzt gerade nicht so geholfen, aber meine Nami hilft mir wenigstens. Die ist gut. Wollt ihr nicht mal das Minion da angreifen? Warte einfach mal, Nami, bis ich Ulti hab. Dann treffen wir nämlich hundertprozentig sicher und dann machen wir mal einen Kill hier unten. Vor allem der Vorteil ist ja theoretisch auf jeden Fall, dass ich dann auch aus Waynes Ulti rausbleiben kann. Also sie kann mich nicht hitten. Autotext. Wenn ich Ulti auf sie mache und dann Max Range bin. Weil ich glaube, dass ich eine größere Range habe. Ah, sie hat schon Ulti, mich noch nicht. Das ist nicht gut. 44 zu 35, warum habe ich noch nicht Ulti und sie schon? Ohne das. Runen, okay. Was denn? Da pinkt die erstmal voll dramatisch. Ich krieg Angst und dann passiert gar nichts. Ich hab Ulti, wow. Ein Tower-Hit und zack. Ne, das hatte ich gar nicht. Schade eigentlich. Und Lee Sin geht in unser Jungle. Fuck. Kasadin wird jetzt wieder sterben wahrscheinlich. Ich schätze. Oh, oh, das Outplay. Jetzt, wo wir gerade von Outplay reden, guckt euch meinen OP-Farm an. GG. Warte, warte, nicht KS'en. Die ist gut, die Nami, die mag ich. Und jetzt gehe ich auch gleich weg. 1550 und 900, passt doch. Super. Richtig schön getimed, die Kills. Ich glaube, top muss mal jemand den Kennen aufhalten.
Der Tower hat irgendwie schon ganz schön Hits abbekommen. So, 1250 nächstes. Und trotzdem habe ich Angst vor der Rain-Nose am Rande, um es erwähnt zu haben. Die kriegt den doch jetzt tot, oder? Na, Sion, vielleicht ein Stun. Nee, Moment, das wollte ich pingen. Und still SS. Nami hat Wards dabei. Ja, gut, dies kann wirklich supporten. Nicht gut, dass ich ADC gegangen bin. Jetzt kommt ein Niederspeer? Jo, ich wusste es. Was Varus einfach an Damage drückt, wenn man ein bisschen gefeelt ist. Es ist aber ähnlich wie Vayne. Varus, wie gesagt, auch einer meiner Lieblings-ADCs. Ich mag ADCs, wie Twitch war ja früher oder ist auch immer noch so. Auch so ein ADC, der einfach mal Tons of Damage drückt, dank seinem Gift. Und Varus kann das ja ähnlich. Ich weiß nicht, das finde ich einfach verdammt cool. So, dann, man haut drauf und dann auf einmal rum. Dann wundert sich der Gegner, ich nicht auf einmal tot. Nicht? Gut, gut, gut. Gut, gut. Warte, warte, warte. Oh, fuck, Maus disconnect. Fuck, fuck, fuck. Alter Dude, das war mein Kill. Nein, ich hab's ja gerade eben gesagt. Nicht über KS hören. Alter, der soll nicht immer meinen Farm nehmen. Das ist nun wirklich nervig. Ich meine, Kill, okay. Ja, ich sehe den Lee Sin. Das hat eigentlich die Nidalee erlebt für eine Quill. Jo, irgendwie supportet sie aber nicht so sehr. Wenn sie so eine Equip hätte. Dass es andeutet, dass sie support. Ich dachte, nur die Hitboxen von Bits klingen komisch, aber scheinbar sind sie auch von Nida jetzt komisch. Au, du machst Damage. Das darf der aber nicht. Alter, nein! Nein! Alter, das fail. OMG. Niederlegen und so. Naja, YOLO. Ich war noch eigentlich so am Tastaturhämmern, aber ich habe den nicht getroffen. Schade, schade, schade. CT. Was ist CT? Ich meine, unsere Botlane kriegen wir trotzdem down. Nieder 1-2. Toll, das ändert nichts. An der Lage. Jetzt stirbt erstmal wer. Ich glaube, ich gehe dann gleich da oben das Wort töten. Dude. Na gut, die schießt dich weg. Das ist nett. Savior. Würde es dafür in Battlefield 4 einen Ribbon geben? Savior Ribbon. Hallo Maus. Alter, ich hasse dieses Gerät langsam. Ich lasse jetzt einfach mal ein bisschen. Beziehungsweise ich farme. Wieder 11 Sekunden auf meiner Q. Na gut, er macht den Ward weg. Muss ich das nicht machen? So, nochmal Qs, du mich nicht weg. Und meine Maus ist wieder mal weg. Alter, die hat ja langsam echt irgendwas gelitten. Hätte der vielleicht aufhören, meinen Farm zu nehmen? Noch gar kein Ulti. Ich habe jetzt instinktiv R gedrückt, weil die so rauskam. Alter, ich hasse diese Maus. Ich schlag die gleich. Ja komm, macht ihr mal die Kills. Scheiße. Obwohl, ich glaube, jetzt ist die Zeit schon wieder um, dass ich ihn... Doch, ich habe noch was. Komm, gut. Damage OP.
Oh ja. Das ist ja bestimmt traurig. Dragon Up? Nee. Okay, ich kann mir sein Blutduster holen. I am forsaken. Beware a man with nothing to lose. Okay, jetzt ist sie weg. Schade. My work is not done. Stop CSSing. Der Kasadin, ach, der geht top, ganz easy, war klar. Da hätte der Schaden von dem Nidalee-Speersmon abartig. Das war useless. Bis der sich daran jetzt verreckt, unser Tower. Und jetzt fahre ich da auch noch. Ich gehe mal davon aus, dass Sion jetzt schlau genug ist, da wegzugehen. Nee, ist er nicht. Doch, ist er. Oh. Give me a target. Die killen Sion eh nicht. Ja komm, jetzt kill ihn doch. Kasadin? Nice one. Er hatte meine Stimme. Gruselig. Hol ich mir erstmal eine KDU und dann hole ich mir einen Hurricane. Ich will jetzt töten. Ich will Rache. Ich glaube, ich pushe mal Mitte den Tower. Boah, meine Stimme ist ja gerade gruselig. Beware a man with nothing to lose. Mein Farm gefällt mir gerade aber irgendwie nicht. Oh, mir gefällt, dass die Nina mit ist. Ich will nämlich töten. Das ist Rache für den Deathfallen. Kommt doch keiner, ich weiß das. Ich sehe das. Alter, fick dich, die. Alter, was ist denn das hier für eine Billigmaus? Shut up, Kid. Nami-Kid-Dingens. Umgehen. Ja, toll. 10 HP, wie immer, Lacker. Der Kennen ist Topper wahrscheinlich mal richtig nervig. Nami, geh da bitte weg. Diese Maus. Boah, ey, das macht mich echt so aggressiv, dieses Gerät. Ich meine, da habe ich halt nur für 10 Euro für bezahlt, würde ich mal so schätzen. Vielleicht auch 20. Aber mal ganz ehrlich, muss ich denn immer 100 Euro dafür ausgeben, dass es auch länger als halbes Jahr funktioniert? Will ich schon. Ich geh einfach mal wieder Bot, scheiß drauf, Kasadin in der Mitte, der eh nur nervt. Report Raro, sie took Farm. Müsste ja Wukong schon 10.000 mal reportet werden. Farm, er heißt. Ja.
keine Kills mehr. Das ist ja echt abartig. Mann. Eine Q. Ein irgendwas. Einmal ausweichen. Oh, Cannon auch noch? Mich verarscht. Ja, ja. Alter, ich hab 3 Kills. Ich hab eigentlich ein bisschen Farm, ey. Und der wird mir auch nur geklaut. Nein, 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 nein. Verfluchtes Scheißspiel. Okay, ich gebe ihm jetzt noch den Bot-Farm, dann gehe ich erstmal Base. Oh Mann. So viel zum Thema, die Runde verkacke ich nicht. Na, immerhin ein paar Creeps gesichert. Ich bin hier noch gar nicht Base. Ich warte noch, bis ich 1550 habe. Hör auf, sie jetzt rein zu queuen, das sind meine Creeps. Die kannst du mir natürlich gerne geben. Sion hat auch einen schönen Farm. Ich meine, der verliert seine Lane-Zone, aber er hat einen ordentlichen Farm. Alter, diese Maus, ich klopp die gleich so kaputt. Dass sie schlimmer aussieht, als wäre hier eine Atombombe direkt neben mir explodiert, dieses Scheißgerät. Dämlicher, billig Schrott. Kann echt keine Qualität erwarten, solange man den Entwicklern von irgendwas nicht über 100 Euro gibt. Egal worum es geht. Scheiß du mal auf nieder, ich will sie im Tor angreifen. Ist doch langsam nicht mehr dein Ernst. Komm, leck mich, geh einfach weg. Dämliches Scheißkind, ey. So eine dämliche Idiotin, ey. Ihr kriegt gleich das erste Mal live mit, dass ich eine Maus durch mein beschissenes Zimmer werfe. Na, Nami, 5. Kill. Easy. Rampage Nami. Spielt die auf AP? Nee, die spielt nicht mal auf AP. Fick dich nieder. So, jetzt wo meine scheiß Falle aus ist. Ja, eine Sekunde länger, mich hätte nur Nida getroffen, klar. Na gut, er lässt mich den Red machen. Dafür lasse ich ihm die Creeps. Bisschen Leben zu kriegen. Möchte ich einfach nur noch rumsolon. Hey, ich hab einen Kill. Wert.
Wenn man KS wird, dann ist es das wert. Außerdem haben wir 3 Kills gemacht für einen. Beziehungsweise für 2. Die Lux glaube auch, sie wäre Gott. Jetzt würde irgendwer von dir noch die am Morrowind kriegen. Direkt ihm einen Killing Spree gefarmt, geht ja auch in Ordnung. Nein, ich bin zwar gerade ein useless ADC, aber pff. Useless als Kasadin geht eh nicht. Der rennt einfach nur immer weg. Das ist alles, was er macht. Und Sian hat meinen Red Buff, das geht ja auch in Ordnung. Pff. Hier Sian sich einfach nur hochfahren. Wie viele Sticks hat er auf seiner E? Komm, antworte mir, Sion. Ich will das wissen. Das ist voll interessant. Das wird wahrscheinlich Kasadin den Red Buff machen. 515. Oh, leck mich, Lux. Leck mich offen. Keine Ulti, ich habe keine Ulti und ich bin tot. Boah man, es ist so useless, wie wir einfach mal ins Einzelne draufrennen. Ich meine, mich als ungefeedeten ADC, auch wenn ich den ordentlichen Farm habe, relativ ordentlich. Ja, killen die halt immer easy. Da kommt wieder ein Game. Ja, was soll ich machen? Ist wahrscheinlich eine random Lux-Ulti auf mich direkt drauf. Na gut, so viel AP hat die noch nicht. Oh fuck, apropos Dragon. Ich bleibe einfach mal hier. Ich wusste, dass der jetzt noch nicht hinkommt. Der würde mich instant rausnehmen. So, Kasa ist ein Killing Spree. Easy. Na, Hauptsache, die kriegen ihre Kills. Ich farme einfach weiter. Ach man, es ist doch zum Kotzen. Nami kriegt. Nami hat 4 Kills. Ich hab. Auch 4, toll. Nami. Oh, Bad Game. So eine Scheißrunde. So ein Scheißspiel. Ich hoffe, es hat jetzt wenigstens geswitcht zu meinem Dingensbummens. Hoffe ich einfach wirklich mal. Ne, ich sehe jetzt schwarz, toll. Sturm 2. Ich jetzt mein Screen, toll. Nami einfach gar nichts machen und ignorieren. Ich will sie nicht reporten, weil sie hat ja gut gespielt, aber sie hat einfach nur kreist. Gern mal ein paar Kills gemacht. Ich meine, solange das Team gewinnt, ist es ja okay, aber es ist trotzdem zum Kotzen. Und dieser Dingensbummens, der ist einfach nur nervig gewesen, den report ich an Skilled Player. Anfang feeden, am Ende total nerven. Und report, weil ich ihm einmal seine Minions nehme. Toll. Naja gut, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Nacht, whatever. Bis zum nächsten Mal.